Ich grüße euch sehr geehrte Zuschauer, mein Name ist Eugen Minz und heute machen wir gemeinsam ein paar leichte Yoga-Übungen für eine gesunde Leber. Die Leber ist ein sehr wichtiges Organ, welches nicht nur unser Blut reinigt und von Toxinen befreit, die Leber ist auch die Produktionsstätte der Gallenflüssigkeit. Es gibt da die Lebergänge, die in die Gallenblase münden und die Gallenblase führt dann praktisch die Gallenflüssigkeit, die Galle, ins Verdauungssystem und diese Gänge sollten alle frei sein. Und heute machen wir Übungen zur Auflockerung eben der Gallengänge und Übungen, die die Reinigung der Leber selbst unterstützen. Also los geht's. Sitze gerade und aufrecht, atme langsam ein und langsam aus. So machen wir eine kurze Vorbereitung, konzentrieren uns auf die bevorstehenden Übungen. Okay, sehr gut. Für die Übungen, die die Leber betreffen, ist es sehr wichtig, mit dem Oberkörper zu arbeiten, den Oberkörper zu dehnen und durch Drehungen die inneren Organe zu massieren. Okay, dann Arme nach oben, hier zusammen, rauf und weit nach oben ausstrecken. Die Bauchmuskeln nach hinten ziehen, die Bauchdecke einziehen, einatmen. Ausatmen, Beuge nach rechts. Die obere Handfläche ist fast horizontal. Ein, Mitte, aus, nach links. Ein, Mitte, aus, nach rechts und den Arm jetzt länger strecken, ein, Mitte, aus, nach links, ein, rechts, ein, links. Ihr seht, wir öffnen hier unter anderem die rechte Seite, wo die Leber sich befindet und drücken, massieren so nach rechts im Bauchbereich. Ein, Mitte, in der Mitte ausatmen, Ausgangsposition, Hände wieder zusammen, vor, im Kreis, nach oben, einatmen, wieder die Bauchdecke zurückziehen, fest hochstrecken, aus, nach rechts. Jetzt Rotationsbewegung. Ein, Mitte, aus, nach links, die Arme unterstützen die Drehung. Ein, Mitte, aus, nach rechts. Ein, Mitte, beim Ausatmen hier Bauch weit zurückbewegen. Ein, Mitte, aus, rechts. Ein, Mitte, aus, links. Ein, Mitte, aus, rechts. Und gucke immer drauf, dass der Oberkörper senkrecht bleibt. Ein, Mitte, aus, links. In der Drehung drehen, aus, ein, Mitte, aus, rechts. Ein, Mitte, aus, links. Vor, zurück, Ausgangsposition, hier, ausatmen. Okay? Als nächstes stellst du dir vor, dein Brustkorb wie eine große Schale, die mit Flüssigkeit gefüllt ist. Und wir beginnen jetzt diese Schale aus dem Punkt des Solarplexus heraus, das ist der Boden der Schale, zu bewegen. Bewegen sie nach vorne, rechts, hinten, links, vor, rechts, hinten, links und machen einen gleichmäßigen Kreis daraus, drehen den Brustkorb mit der Vorstellung, dass wir die Schale mit dieser Flüssigkeit schwenken. Die unteren Rippen, die Schwimmrippen vor allem haben sehr viel Bewegung. Weit nach vorne, Brustkorb und Bauch und
dann Brustkorb zurück. Okay, der Kreis wird kleiner. Hier fest einatmen, ausatmen, entspanne hier vor allem den Schulterbereich, hier wieder zusammen und wieder nach oben ausstrecken. Ein. Bauch zurückziehen. Aus. Gleiches Prinzip in andere Richtung. Brustkorb vor, nach links, nach hinten, rechts, vor, links, nach hinten, rechts, nach vorne, links. Wenn das nicht so gut klappt, dann unterstütze die Drehung auch mit deinen Armen. Und hier geht es weiter rundum im vollen Kreis. Ein langgezogenes Ausatmen jedes Mal. Und versuche den Kreis größer zu machen. Und kleiner. Und wieder aufrichten. Einatmen. Ausatmen. Okay. Für die nächsten Übungen müssen wir die Beine nach vorne ausstrecken. Ich setze mich so hin. Okay, die Beine gerade. Die Füße so ein bisschen hin und her bewegen, um die Sprunggelenke aufzuwärmen. Zusammen, auseinander, zusammen, auseinander. Okay. Zieh dann den linken Fuß, das linke Knie heran. Achte darauf, dass beide Sitzhöcke gleichmäßig belastet sind. Und setze den linken Fuß jetzt nach rechts außen um. Und hier nochmal die Korrektur. Bauch nach vorne, Brustkorb öffnen, Schulter zurück, Schulterblätter zusammen. Also hier, dass die Wirbelsäule maximal gerade ist. Strecke den rechten Arm rauf. Atme ein. Atme aus. Hier setzt du den Ellbogen über Kreuz, hier nach außen. Und korrigiere nochmal deine Körperhaltung. Hier solltest du nicht zurückfallen, sondern in der Senkrechten bleiben. Und Drehung nach links. Schaue über die linke Schulter und atme tief in den Bauch. So massierst du die inneren Organe mit der Zwerchfell- oder Bauchatmung. Hier spürst du viel Bewegung im Bauch beim Ein- und beim Ausatmen. Kurz intensiver, so ein kleines bisschen nachdrehen. Einatmen zurück, ausatmen, linkes Bein nach vorne. Rechte Seite heran, rechten Fuß umsetzen. Achte wieder auf die Sitzhöcke, verteile das Gewicht gleichmäßig zwischen linker und rechter Seite. Knie näher an zum Bauch, Bauch nach vorne, Brustkorb vor. Linker Arm nach oben, ausstrecken, einatmen. Ausatmen, schließe, drehe den Oberkörper nach rechts, nochmal aufrichten, Schultern auseinanderdrücken, blicke mit der rechten Schulter zurück, tiefe Bauchatmung. An, vor und rechtes Bein nach vorne. Hier nochmal kurz lockern, Oberkörper gerade, beide Arme hoch, ein. Wieder Bauchdecke zurückziehen, Schultern hochziehen, den ganzen Körper lang strecken, aus, beuge nach vorne. Greife hier die Fußspitzen. Wenn es nicht geht, kannst du die Knie ein bisschen anwinkeln.
und gehen die Beuge nach vorne. Du kannst Füße auch seitlich greifen. Und beim Ausatmen noch ein bisschen tiefer. Wenn du hier auch so sitzt und nicht weiter vorkommst, das ist auch vollkommen in Ordnung. Wichtig ist es, jetzt die Rückseite der Beine zu dienen und im Oberkörper diese Abwärtsbewegung, einen ganz leichten Druck auf die inneren Organe zu erzeugen. Und mit der Atmung hilfst du nach hier die inneren Organe zu massieren. Atme tief in den Bauch ein, aus dem Bauch aus. Ein, aus, ein, aus, kommen noch tiefer runter, ein, aus, Kopf hoch, einatmen, kehre zurück, die senkrechte Pose. Schulter zurück, Schulter runter, ausatmen. Füße heran, Schneidersitz. Schneidersitz wäre, wenn man die Füße hier gekreuzt hat, oder Sikhasana, wenn die Fersen beide in der Mitte sind. Und hier sind wir schon fertig. Wenn du möchtest, kannst du dich hier anschließend nochmal hinlegen, 5 bis 10 Minuten entspannen. Die Shavasana ausführen und dann kannst du mir auch gerne in den Kommentaren schreiben, ob dir das Video gefallen hat, ob du gut mit den Erklärungen zurechtgekommen bist, ob das einfach war umzusetzen oder schwierig. Wenn du noch Fragen hast bezüglich der Gesundheit der Leber oder andere Fragen, die deine Gesundheit oder das Yoga betreffen, schreib sie mir gerne auch in den Kommentaren. Ansonsten danke für das Durchschauen des Videos. Viel Erfolg bei der Praxis zu Hause. Bis zum nächsten Mal. Euer Eugen Minz.